Servus Leute, willkommen zurück zu Technomage. Es ist jetzt eine Zeit lang her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Ich wollte eigentlich viel mehr aufnehmen, aber leider Gottes kam ein weiterer Schicksalsschlag dazwischen. Ich glaube, ich habe den Sound zu laut. Naja, muss ich später regulieren. Und das hat mich ein bisschen aus der Bahn gebracht. Und ich habe ein weiteres Grabber-Spiel am Laufen aktuell, nämlich eins für den Nintendo GameCube. Das ist Metroid Prime. Davon habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt 6 Parts aufgenommen, aber hochgeladen habe ich aktuell nur 2. Ja, die Symbole da links, Osoma hat mir erklärt, was die machen. Nein. Das sind ja die da ganz unten, die da, die habe ich nämlich. Die sieht man nämlich kaum. Oder besser gesagt, die habe ich kaum gesehen. Also, ja, mystische Weisheit 7 erfordert, regeneriert Mana-Vorräte. Das ist sehr wichtig, zumindest für mich, weil ich mag das einfach, dass Mana regeneriert wird. Und dadurch wird eine Aussage, die ich zuvor schon getätigt habe, negiert, weil ich in irgendeinem Part, an irgendeiner Stelle habe ich mal gesagt, ach, ich finde das scheiße, dass die Mana hier nicht regeneriert, so wie zum Beispiel in Diablo 2 oder so. Konnte ich nicht wissen, dass ich, ja, dass es das hier auch gibt, aber dass man dafür genug Mystik braucht. Dann haben wir das hier, erhöht Wirkung von Tränken. Ich glaube, Schmacki hat mir das gesagt, dass das hier später wichtig werden kann. Ja, lädt Schlagwaffen mystisch auf, das ist für mich eigentlich egal, wenn ich es nicht brauche. Und das entzieht den Gegner Lebenskraft, das klingt sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt etwas mehr auf Mystik gehen. Ich wollte es eigentlich komplett links liegen lassen, aber egal. Also besser gesagt, nicht egal, ich werde es jetzt doch verwenden. Der Gegner und Gegenstände an. Hallo. Ah. Es verbraucht aber Mana, glaube ich. Ja, wo muss ich ihn hin? Ich weiß es nicht. So, so war das, ja. Ich erinnere mich. Dieses eigenartige Tier kommt mir bekannt vor, aber aus Dreamertown kenne ich es bestimmt nicht. Vielleicht habe ich es ja geträumt. Ja. Ich glaube, der Sound ist echt zu laut. Naja. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Oder besser gesagt, ich habe es wieder vergessen. Es wurde mir ja, glaube ich, gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, hier waren böse Gegner, die böse, böse Geräusche machten. Moment, das kann ich ja nachgucken, wo ich nicht muss. Dann Duna Silberkraut. Finde ich 3 Siegel, das war das übrigens Duna. Ich muss Silberkraut suchen. Verpisst euch! Was ist denn das da? Ey! Böse Pflanze. War ich hier schon mal? Nein, war ich nicht. Die Chance steht gering, dass ich hier schon war. Was ist das? Das sind hübsche goldene Lichter. Was sich wohl dahinter verbirgt? Ich werde es schon noch herausfinden. Ja. Da auch? Ne. Ja. Das war bestimmt nicht das Karnickel. Ist mein Trank. Ja. Das heißt, es ist die Pflanze, die da spuckt. Spuckt und spuckt und spuckt. Wird mal wieder ein längerer Part, also wie jedes Mal. Da ist Licht und. Oh. Von da spuckt sie. So, sie guckt mir nach. Da mache ich die Pflanze platt. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Giftungskraut. Großer Kombitrank, ja.
Schmacki meinte, glaube ich, ich werde später eine ganze Menge, nein, eine ganze Menge Tränke brauchen. So, dieser Lichtschein. Was ist das da? Das sind hübsche goldene Lichter. Ja. Ich stelle einen Schlüssel. Goldene Schlüssel wahrscheinlich, ja. Das da ist silberner Schlüssel. Warum ist die Musik jetzt aus? Da, Bronze. Ne, Kupfer. Das heißt, hier kann ich bestimmt irgendwas machen, aber es bringt mir gar nichts. Beunruhigt mich, dass die Musik weg ist. Geh ich eben durch den Wald. Quer durch den Sumpf. Ich hoffe, es ist jetzt kein Fehler. Da fliegt was. Ja. Alter. War ja falsch. Wieder falsch. Mann. Wie schieße ich nur schnell? Also Magie. Ach so. Ja, geil. Er hat auf da zu sagen. Da. Da hast du auch einen Schlag. Da, da. Ich mit meiner Scheiß-Kamerasicht. Ich mit meinen Scheiß verklicken jedes Mal. So. Noch mehr goldene Lichter. Das sind hübsche goldene Lichter. Ja, danke. Das ist ein Loch. Das Wasser. Ganz schön viel Wasser. Bin ich hier an einem Strand? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Drin ist ein Speicherpunkt. Kein Plan, was ich hier mache. Glaube, da komme ich nur mit den Schlüsseln rein. Ja, ein Bronzeschlüssel. Ich muss der Frau Silberkraut finden. Aber wo kriege ich das her? Ich habe keinen Plan. Was hat sie gesagt? Ich glaube, ich muss sie nochmal aufsuchen. Die war jetzt wo? Schachcamp. Das heißt, ich muss. Lang. Dadurch. Jetzt sollte ich die Frau wieder finden, nicht wahr? Stone Age. Durchgang, Durchgang. Wo geht's da lang? Brücke. Ja. Gut, gut, gut. Stonehenge. Da ist die Frau, oder? Nicht die Frau Habe schlagen. alle drei Siegel des Waldes und Silberkraut, um dir den Schrumpftrank zu brauen. Eines der Siegel liegt sicherlich irgendwo in der Nähe des Schachcamps im Süden, woher du auch zu uns gekommen bist. Irgendwo.
Ja, geil, das kann ich jetzt nicht mehr sehen. Was hat das mit der Brücke hier auf sich? War ich hier schon? Nein, war ich nicht. Ja, ich weiß, ich arbeite viel mit der Karte, aber ich höre was. Ey! Ihr Wichser! Diese scheiß Sicht, kommt her, ich hau euch zu Brei. Falle. Ich nehme mal ein. Hier ist schon wieder. Ah, von da. Das kann ich auch. Oh, da ist was zum Zerstören. Danke. Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Glaub schon. Von ist was. Oh, eine Falle. Ho, ho, ho. Spinnen, ja, das war's. Seh dich da hinten. Das scheint eine Brutstätte der Mantis zu sein. Die Kokons sehen so richtig seidig aus. Und gut bewacht sind sie auch. Da werde ich mich wohl durchkämpfen müssen. Komme ich da rein irgendwie? Verpisst euch! Mistviech! Ich bring euch alle um die Ecke! Ich klopp euch alle tot! Hallo! Komm her da! So. Diese Feiglinge verstecken sich. Ja, geil. Komm her! So, die mache ich kaputt. Ist klar. Nur meine Leiche. Da muss ich da rein. Ah, das ist also ein Seidenfaden von einem Mantiskokon. Und jetzt? Okay, da rein kann ich nicht. Ich sehe dieses Licht wieder. Geht Mantislager. Eine Mantis ist doch so eine Art Spinne, oder? Oder ist es wirklich eine Spinne? Ich sehe dich schon. Piss dich. Es gibt ordentlich Dresche mit Schläge. Hab ich was getroffen? Ja. Und zwar mehr Glück als Verstand, aber egal. Ey, diese fucking Kreide. Sag nicht da, da. Ich weiß, dass ich da bin. Ey. Seid mir gerade zu viel, Leute. Was war der Harfe? Ich habe irgendwas von der Harfe gelesen. Ich hau euch zusammen. Da, da, da. Danke. Das muss ich aufpassen, auf diese scheiß Pflanze da hinten. Komm her! Jetzt haut die feige Sau ab, ich glaub's nicht. Ja, jetzt kommt er wieder her. Zum Glück lassen die ihr Kombitränke fallen.
Hab ich genau gesehen, Pflanze. So, da ist die Brücke. Innerer Wald. Ist da? Teich des ewigen Eises. Harfe. Das interessiert mich jetzt schon. Harfe. Die ist doch hier irgendwo. Diese Kreide, ne? Ey, mach nicht da. Was ist das? Mit dem Boden hier stimmt etwas nicht. Er sieht nicht gerade trittfest aus. Darf ich darauf? Muss ich da die Leute hinlocken? So, ich weiß schon. Moment. Nein. Mist, jetzt habe ich schon alle Gegner zerstört. Ja gut, dann muss ich mich da ein anderes Mal drum kümmern. Wo sind die Harfe? Da links. Das da, oder? Da ist sie. Was macht eine Harfe hier? Die Harfe ist zweifellos kaputt. Es fehlen zumindest die Saiten. Super. Kein Durchgang für Witzlinge wie dich. Okay. Dann eben nicht. Gehe ich eben da rein. Hast du davon? Ich glaube, ich soll. Au, ich wollte mich gerade wegbewegen. Mann, warum drücke ich immer das Falsche, ich Idiot? Ich werde mal speichern. Wer weiß, wer weiß? Und warum ist meine Tonspur so leise? Was soll der Kack? Mach. Du Spuck. Wo ist das andere gewesen? Da oben. Was ist das? Ein Bienenkorb. Wozu brauche ich einen Bienenkorb? Danke. Ist alles gefroren. Geil. Ich habe mich schon gewundert, warum das anders aussieht. Ist da irgendwas? Nee, ist nicht. Das heißt, ich habe das umsonst gemacht. Scheint das eiskalt zu sein. Was muss ich hier machen? Denn damit ist irgendwas Irwin. Ich glaube, Irwin sollte ich erstmal nicht stören. Stone Age. Ja, da war die Pflanze direkt daneben. Verpisst euch!
dich platt. Hallo. So, kleine Brücke. Sollte ich bei Stone Age sein? Ja gut, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Nein! Ah, ich hab dich genau gesehen, da hinten. Was mir aber nichts bringt, ich komm da nicht hin. Nein. So hin. Nein, den falschen. Scheiß Blume. So. Die Gegner hier strapazieren meine Nerven. Die fordern einen nicht mal wirklich, die strapazieren nur. Komm ich dann nicht durch? Das Wasser, wenn ich da runterspringe, wäre ich schön dämlich. Ihr Idioten! Au. Ich drücke immer das Falsche, ich Hornochse. Ich hab noch. Ich sollte vielleicht die Kamera so ändern, dass ich was sehen kann. Ey! So, jetzt hau ich dir auf die Fresse. Ist doch nicht wahr. Die machen mich platt. Mach nicht da! Ey, geil, ich renn voll rein. Da ist sie. Jetzt latsche ich durch den Sumpf und weiter. Jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Stonehenge. Kreide, super. Nein. Du lebst bestimmt noch. Ich hasse Spinnen. Oh, ich bin wieder zurückgegangen. So. Hallo, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ich bin gefangen. Nein, bin ich nicht. So, da geht's, glaube ich, lang, oder? Ich hoffe, die Teile können mich vergiften. Jetzt bin ich wieder beim Stone Age. Da unten ist was. Was ist das? Sichelstein. Ist die Frau. Habe ich in der Zwischenzeit? Ich brauche alle drei Siegel des Waldes und Silberkraut. Ich glaube, ich bin so schlecht. Ich bin eine Schande für das Spiel. Ist da noch irgendwo was? Ja? So, es ist nur Effekt. Ja, gehen wir mal zum Sichelstein, würde ich sagen, ne? Oh, da oben ist auch ein Gang. Nee, es sah auch nur so aus. Alles so verwirrend. Ja, und Oso wird mich mal wieder zur Sau machen. So, oh, Wolf, das ist doch ganz einfach. Du musst doch nur da und da lang. Und dann hast du alles und bist der Geister. Mach dich da! Das da ist der Sichelstein, oder? Bin ich hier jetzt endlich richtig? Was bist du? Was seid ihr?
Dieser Bienenkorb ist ja noch da. Und jetzt? Du bist also der strahlende Held, der sich unermüdlich mit all den Kobolden hier im Wald herumschlägt? Sehr beachtlich. Im Grunde käme mir deine Hilfe gerade recht, denn vor kurzem haben die Kobolde meine Bienenstöcke von ihren Pfeilern dort drüben gestohlen. Einen habe ich hier in der Nähe auf einer Lichtung wiedergefunden, aber zwei fehlen mir noch, was nicht gut für uns ist, denn es ist die Was denn jetzt? Die PS2 heizt drauf die ganze Zeit. Und deswegen ist jetzt der Text abgebrochen. Naja, nur zwei fehlen noch. Und die Aufgaben der Bienen bei Gefahr den Eingang des Dorfes. Keine Ahnung, was die PS2 gerade hat, aber egal. Bitte bring mir schon eine Bistelle. Einmal gefunden, brauchst du sie nur wieder auf die süße Belohnung für dich. Man hört vielleicht die PS2 die ganze Zeit. Sicherstein. Da geht's auch lang. Hör auf zu piepen, PS2. Warum ist das da dann da? Warum rennt hier keine Musik mehr? Muss ich jetzt ins Wasser springen? Jetzt läuft die Musik wieder, okay. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch einen Bienenstock, aber wo soll ich den herbekommen? Vielleicht wieder da hinten irgendwo. Jetzt muss ich nach unten, glaube ich. Ich gehe mal durchs Dorf. Schon wieder! Aufzuspucken. Spuck nicht, du provozierst mich damit. Oh! Oh! Oh, verdammt nochmal, ich glaube, ich bin hier richtig. Und wie ich hier richtig bin. Jetzt, ich steck fest. Okay, zumindest die Bienenstöcke habe ich. Mehr Zufall als sonst was, aber egal. Da ging's lang, oder? Ne, da ging's lang. Natürlich gehe ich falsch. Oh. Ich bin so ein hirnverbrannter Ochse. Ging doch da lang. So, ich habe meinen Bienenstock. Bitte. Jetzt sind alle Bienenstöcke wieder an Ort und Stelle. Auftrag ausgeführt. Mal sehen, wie das Corinna gefällt. Hallo, Fee. Oh, was für ein Held. Du hast mir all meine Bienenstöcke wiedergebracht. Da du so ein fähiger Mann bist, bist du bestimmt bei den Frauen deines Heimatdorfes sehr beliebt, oder? Nun, ich kann dir zumindest diesen Bienenstachel schenken. Sei vorsichtig, man kann sich leicht an ihm verletzen. Falsch. Ein Bienenstachel, gefährlich, aber nützlich. Super. Das bringt mir jetzt was? Ich? Nein. Das heißt, ich muss wieder komplett zurück, oder? Was mache ich bloß falsch in dem Spiel? Ja,
Blöde Frage, ich mache eine Menge falsch. Ich muss das seltsame Silberkraut finden. Oh, wieder durch den Sumpf latschen. Da ging es nicht lang, da ging es lang, oder? Ja. Da kann ich nicht durch. Das hier bringt mir ja gar nichts. Oh, ich war fast drangelaufen. Ich eben so lang. Wow, was mache ich da für Sachen? Das hier bringt mir nichts. Hier scheint Licht drauf. Siehst du, jetzt bin ich auf der Einsaminsel. Ganz einsam und verlassen. Oh Mann, schade, dass ich so blöd bin. War ich da schon drin? Ja, war ich. Vielleicht da einen Rand entlang? Ja, oh, danke, danke. Zurück, schnell. Ich muss erst mal schauen, was ich jetzt noch genau machen muss. Naja, Silberkraut finden, das ist ganz klar, aber ich weiß nicht. Stimmt, du Bastardviech. So, Silberkraut, wo bist du? Keine Ahnung. Stonehenge. Kann ich nicht da mit dich rein? Hallo? Es muss einen besonderen Weg geben, um hineinzugelangen. Ich denke, ich brauche dazu irgendetwas Besonderes. Irwin. Da waren drei Punkte. Waren das die, oh, waren das die Bäume da? Ja. Der wedelnde Blatt will mir was zeigen. Will mir was zeigen, du musst da lang. Offensichtlich nicht. Oh Mann, ich bin so dumm. Warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm? Silberkraut. Ich muss die Frau noch mal fragen, wo das Silberkraut ist. Ich habe ja sonst gar nichts erreicht hier. Ja, eine Falle, danke. Noch eine Falle. Oh. Ja, Lea, ja super. Vielleicht muss ich an einen Gang der Höhle wieder zurück. Vielleicht war da was. Könnte sein. Das Ganze sagt der Motto, ach du, jetzt ist es getriggert worden. Geh jetzt dahin zurück. Das wäre jetzt wo? Okay, erstmal muss ich wieder da oben. Ich muss fragen, wo die Frau das Silberkraut her hat. Ich werde gleich niesen, das ist doof. Ich brauche alle drei Siegel des Waldes und Silberkraut, um dir den Schrumpftrank zu brauen. Eines der Siegel liegt sicherlich irgendwo in der Nähe des Schachtkamms im Süden, woher du auch zu uns gekommen bist. Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Ich habe gerade total genießt. Falls ich es doch vergessen sollte, tut mir leid. In der Nähe des Schachtkamms im Süden. Okay. Ich habe noch kein so ein Siegel, das weiß ich. Im Süden, also immer geradeaus? Nee. Zum Schachcamp muss ich.
falsch. Hä? Bin ich dumm? Ja, bist du. Nicht dumm. Gucke ich jetzt zum Schachcamp oder gucke ich jetzt nicht zum Schachcamp? Ach, ich gehe mal da rein. Oh Mann, ich hasse das. Also das, was ich gerade getan habe, nicht das Spiel. Irgendwo in der Nähe des Schachcamps. Schauen wir mal. Ich glaube, hier auf der Karte habe ich noch nicht sonderlich viel entdeckt. Und von da komme ich. Ja. Das heißt, ich muss jetzt geradeaus und dann links da. Feenwiese. War ich hier jetzt schon? Ich weiß absolut nichts mehr. Usuma wird sich tausendmal in den Kopf fassen. Na gut, das habe ich auch oft genug gemacht, als er Monster Max gespielt hat. Ich war doch hier schon mal, oder? Ja, na klar war ich hier schon mal. Das Blitzern. Das sind hübsche goldene Lichter. Was ich. So, das war das mit den Schlüsseln. Das kann ich jetzt sowieso knicken. Weil jetzt bringt mir es nicht. Und ich glaube, die hübschen goldenen Lichter brauche ich erst, wenn ich geschrumpft bin. Also ich kann mir vorstellen, dass ich schrumpfe und dann, dass ich dann da reingehen kann. Brücke. Huch, eine Fee. Nicht die Fee erschlagen. Hey, ich hab dich schon von weitem kommen gesehen. Ich bin Mirka, eine Fee. Du bist offensichtlich keine Fee, denn unsere weise Druidin Duna, die in den alten Steinruinen von Stonehenge lebt, hat uns erzählt, dass jede Fee Flügel hat. Du kannst also gar keine Fee sein, richtig? Nun ja, wenn du noch mehr Feen kennenlernen möchtest, dann gehe am besten zur großen Wiese im Süden. Zurzeit verstecken sich dort alle jungen Feen vor dem wild gewordenen Brückentroll, alle außer mir. Du siehst, ich bin auch ein wenig anders als die anderen. Feenwiese. Danke, da war ich schon. Was bringt mir das? Man merkt, dass ich kein RPG-Zocker bin. Ah, da ist was, ein Durchgang. Wo ich nicht rein kann. Ah, dann eben nicht. Feenwiese, ja, gehen wir mal zur Feenwiese. Achso, das war da, wo ich rauskam, verstehe. Gehen wir mal zur Feenwiese. Bringt mir zwar nichts, aber egal. Moment. Der Kompass zeigt mir an. Schön, dass ich jetzt so viel sehe. Ich hau euch zu Brei. Ich bin doch ausgewichen. Kupferschlüssel. Oh, danke, danke. Okay, jetzt geht's voran. Jetzt muss ich hier wieder raus und dann kann ich in die Kupfertür rein.
Ja, ich weiß, dass ich anders rauskomme, aber da hinten. Moment, das da links. Das ist, glaube ich, gar kein Sonnenlebenskristall. Oder nee. So. Endlich Kupferschlüssel. Auf. Jetzt kommt her, der Kammerjäger ist da. Feigen. So, jetzt sehe ich gut. Jetzt kann ich gut auf euch eindreschen. Komm her. Ja, dachtest du, du kannst mir abhauen? Ja, aber du warst schlau. Du hast Speedrun hier gemacht. Du warst die Osoma-Spinne. Das sind hübsche goldene Lichter. Halt die Schnauze. Die sollen nicht hübsch sein. Ist auch eins. Du da. Ich glaube, ich sollte bald ein Level-Up haben, oder? Au. Au. 78, ja, dauert noch. Jetzt habe ich so ein Piepen auf dem linken Ohr. Das mag ich ja gar nicht. Und jetzt, wozu soll das gut gewesen sein? Da wegen dieser Bank da? Soll aus. Ich mach dich kaputt. Grafikbug. Da muss ich da was machen. War es jetzt nur da, um Gegner auf die Fresse zu hauen? Muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Ah, Silberschlüssel. Okay. Ja gut, den Silberschlüssel sehe ich hier so schlecht. Ja, vor allem, dass der Sound nicht zu laut ist. Ich habe ihn immer noch nicht reguliert. Oh je, Jump Passage. Naja. Ja, auf Zeit. Das ist ja scheiße. Vor allem mit dieser Sicht ist es scheiße. Das ist unfair. Mistteil. Goldschlüssel. Danke. Mit dem Boden hier stimmt etwas nicht. Er sieht nicht gerade tritt. Ich habe so einen Verdacht, dass ob ich mich größer und kleiner machen lassen kann. Weil der andere hat ja gesagt, du Winzling, kommst du durch rein.
Und das, ich nehme an, dass wenn ich größer bin, kann ich da durch und dann falle ich auch dadurch im Boden durch. Ja. Leck mich. Ah, gut. Ich wette, die ganzen Lichter sind Das dafür sind da, dass entschleunigende ich. Lichter. Was sich wohl dahinter verbirgt? Ich werde. Die sind bestimmt dafür da, dass wenn ich mich schrumpfe, verschrumpfen lasse. Komme ich zu dir rüber? Nee. Warum versuche ich es auch? Das heißt, die Blume ist nur da, um mich zu behindern. Ja, geil. Das kann ja was werden. Pflanzerich, du kriegst mich nie. Oh. Heißt links lang. Yeah, Feen. Hallo, Holderbursche. Ich bin Elebe und schon etwas Besonderes, denn ich kann dir Feengold machen. Haben dir die anderen Feen schon vom Kasper erzählt, der hier im Wald lebt? Er ist ein wirklich witziger Gesell, immer zu Scherzen aufgelegt. Nicht jeder kann mit ihm sprechen. Man muss ihn erst herbeirufen, wobei er sich aber gerne hinter goldenen Lichtern versteckt. Und er ist auch etwas Besonderes, denn er weiß alles über Kräuter. So, das hat's mit den goldenen Lichtern auf sich. Ja, ich bin eine von Telis Freundinnen. Und oh Mann, Duna ist mächtig sauer auf uns. Ich habe mir schon schier die Augen nach dem Siegel aus dem Kopf geguckt, aber nichts gefunden. Dabei muss meines auf einer der kleinen Inseln sein, da bin ich sicher. Könntest du es nicht für mich suchen und Duna bringen? Ich traue mich schon gar nicht mehr zu ihr. Okay, auf einer kleinen Insel. Hey, wer bist du denn? Ich bin Teli und im Moment eine ziemlich traurige Fee, weil Duna, unsere Druidin, die in Stonehenge lebt, sehr, sehr böse auf mich und meine Freundinnen Fendia und Elebeth ist. Duna hatte uns beauftragt, drei Siegel in Tierform für sie aus Jelon zu besorgen. Auf dem Rückweg haben wir drei Versteck gespielt und dabei die Siegel ganz vergessen. Na, jedenfalls haben wir sie alle drei im Wald verbummelt. Meines sah aus wie ein Vögelchen und muss in der Nähe von Jakul, dem Brückentroll, liegen. Ich habe jetzt aber Angst, es dort zu suchen, denn seit Jakul so aggressiv geworden ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Was sollen wir drei denn jetzt machen? Duna wird nicht mehr mit uns reden, bis sie alle drei Siegel in ihren Händen hält. Meinst du könntest sie für uns finden? Kein Problem. Moment, das muss ich mir aufschreiben. Hi Mel, schön dich wiederzusehen. Gibt's was Neues von den Siegeln? Wenn du welche findest, dann gib sie unbedingt gleich Duna. Ich habe dir doch erzählt, dass sie nicht eher wieder mit uns spricht, bis sie alle drei Siegel zurückbekommen hat. Bitte, bring sie zu ihr. Ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn sie mir vergäbe. Oder Moment. Ne, steht nicht da. Brückentroll. Iris sah aus wie ein Vogel. Glaube ich. Dann gibt es noch eine Sinnwurf-Insel hier. Und eine so in der Nähe des Eingangs, auf den ich kam. Das heißt, ich weiß schon mal, wo die drei Siegel sind. Das heißt, es ist nur mehr, sie zu finden. Sie sind auf jeden Fall in Tierform. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich wenigstens noch, was ich Ausschau halten muss. Eins ist auf einer kleinen Insel. Ich wette, das ist da drüben. Das ist so bescheuert. Ich werde so oft sterben in diesem Scheiß. Seht ihr? Er ist nicht gesprungen. Oh Mann. Sowas ist Kacke. Irgendwo. Schaffe ich den Sprung überhaupt?
einer kleinen Insel. Nein, den Sprung schaffe ich nie im Leben. Stimmt auch nicht an. Solche drei Feen, alles klar. Da komme ich bestimmt auch nicht durch. Das heißt, ich muss zurückspringen. Oh, was für ein Topfen. Das sind hübsche goldene Lichter. Was? Ich will den Typ wecken, aber irgendwie geht's nicht. Ich wette, das kommt erst noch. Ach nee, jetzt muss ich da in einem Zug so durch. Ah, wo lenkst du hin, Melvin? Danke. Okay. Ich wette, das kann ich eher. Dieses Siegel könnte hier so, wenn ich, ich wette, da unten ist so ein Siegel, dass ich mich erst groß machen muss. Vielleicht sind alle Siegel in diesen Löchern. Das kann auch sein. Ist auch so ein komischer Dings. Das sind hübsche goldene. Ich brauche aber den Goldschlüssel. Achso, ich habe den Goldschlüssel. Ach, ich bin so ein Idiot. Nein, verpiss dich. Mistviech. Ist das da? Nein. Spinne. Komm her. Ich hau dich platt. Mistviech. Schon wieder. Das sind hübsche goldene Lichter. Hübsche goldene Lichter. Mal wieder. Na, ich höre schon. Verrecke! Wenn ich was sehen würde. Komm her! So. Ich hau euch so nieder. Ah! Schlüssel aus Stahl. Stahlschlüssel? Jetzt muss ich nur mehr den Eingang dazu finden. Hier war, glaube ich, nicht. Ach so, doch, doch, da ist er. Danke. Was gibt's hier? Fort. Ich bin Bromol, der Baumwächter, und ich werde dich keinen Schritt weiter gehen lassen. Es sei denn, du hättest einen Pass bei dir. Glaube mir, es ist nur zu deinem Schutz. Der Wald hinter mir ist gefährlich und keiner sollte ihn betreten. In letzter Zeit setzen uns Baumwächter in die Kobolde und der Mangel an frischem Wasser im Wald zwar sehr zu, aber ich habe Sinifer, der Dorfmeisterin, versprochen, dass ich meinen Posten eisern halten werde. Also, wenn du unbedingt in diesen Bereich des Waldes vordringen willst, wirst du wohl erst mit Sinifer reden müssen. Du findest sie in Zaielon.
Gut zu wissen. Halt keinen Schritt weiter. Das können wir schon. Okay. Das heißt, jetzt muss ich diese drei Siegel finden. Also jetzt komme ich nicht mehr drum herum. In Form von Tieren. Bin ich jetzt richtig? Nee, oder? Da muss ich rein. Nee, gar nicht. Da muss ich raus, so. Ja, dann können wir mal die Siegel suchen, nicht wahr? Ah, oh, das kann dauern. Geht jetzt da lang, Stonehenge, oder? Ne, Lichtung. Komme ich jetzt von der Lichtung? Wenn ich wenigstens eins finden würde, ein so ein Siegel. Okay, das eine war irgendwo in der Nähe vom Eingang, wo ich herkam. Und von wo kam ich her? Stonehenge, nein, da nicht. Von da kam ich. Da, der Hase bestimmt, der ist es. Oh Mann, was soll das mit dieser scheiß Siegelsucherei jetzt? Wie soll ich die denn finden? Das da, oder? Ist das nur ein Stein? Kann ich da draufhauen? Nein. Oh Mann, auf sowas habe ich keinen Bock. In der Nähe. Das ist auf jeden Fall kein Hase, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das da? Dieses eigenartige Tier kommt mir bekannt vor, aber. Nein. In der Nähe des Eingangs. Das da? Dieses eigenartige Tier kommt mir bekannt vor. Nein. Das da bestimmt. Hallo. Ja, natürlich kann ich Feengold machen, aber ich brauche dazu den Stachel einer Biene und einen Mantelseidenfaden. Aha, ich hab beides. So wirst du den Kasper, einen lustigen Gesellen, der immer zu Scherzen aufgelegt ist, nie kennenlernen. Du möchtest wissen, wozu Feengold überhaupt gut ist? Es ist weder ein Zahlungsmittel noch essbar, aber du kannst es an den Stellen anwenden, an denen du die golden schimmernden Lichter gesehen hast. Nimm es aus deinem Rucksack und wirf es mitten in die Lichter hinein. Wenn du Glück hast und der Kasper bei Stimmung ist, dann kannst du ihn auf diese Art und Weise herbeirufen. Es macht immer Spaß, mit ihm zu plaudern, aber er ist für uns auch schon immer sehr wichtig, weil er das Silberkraut für uns aufbewahrt. Ah, okay. So viel zum Silberkraut. Das erklärt schon mal einiges. Problem an der Sache ist, ich finde diese komischen Tiersymbole nicht. Form von Tieren. Ja, ich weiß, ich bin jetzt schon über eine Stunde. Da war Stonehenge, oder? Nee, Feenwiese.
Wenigstens habe ich jetzt keine Gegner mehr. Es ist schon mal etwas beruhigend. Okay, schauen wir mal. Das sind hübsche goldene Lichter. Was? Hallo. Hey, hast du mich endlich gefunden? Das hat ja ganz schön gedauert. Endlich ein Kasper, mit dem ich mich unterhalten kann. Ich habe mich schon fast ein wenig gelangweilt. Entschuldige, ich bin kein Kasper. Ich weiß nicht mal richtig, was ein Kasper ist. Ich bin ein Dreamer und ein Steamer. Ach, was rechtfertige ich mich überhaupt? Was? Du bist kein Kasper? Also wieder kein Spielgefährte für mich? Wohlan. Ein altes Kasper-Sprichwort lautet: Sagt der Kasper seinen Spruch, so finde dann noch seinen Namen. Wie heiße ich also? Ich sehe das ganz genau. Das schreibe ich mir auf. Ich bin doch nicht blöd. S A R E D O. Saredo heißt du. Bin ich Saledo? Nein. Könnte ich Karedo sein? Nein. Ob ich wohl Saredo heiße? Ja. Das stimmt, bravo! Du kennst meinen Namen. Dann nimm auch das Silberkraut. Du hast es dir verdient und damit auch Dunas Prüfung bestanden. Da du kein richtiger Kasper bist und wohl auch keinen anderen kennst, kannst du mir genauso gut meine Ruhe lassen und selber wieder Held sein. Danke. Zumindest das war schon mal ein Vorteil. Schön, schön. Habe ich zumindest etwas noch geschafft in dem Part. So, ich sollte speichern, bevor. Nein! Ich sollte speichern, bevor irgendwas passiert. Weil das wäre echt ätzend. Was ist jetzt los? Die PS2 lädt. Oh, ich dachte schon, es ist abgestürzt. Ja, die PS2 braucht leider immer etwas. Aber naja, besser als gar nichts. Hauptsache, ich kann das Spiel weitermachen. Ja, ein bisschen haben wir noch. Also eigentlich überziehe ich schon volle Kanne, aber ich möchte jetzt wissen, was die Frau gesagt hat. Ich will zu Stonehenge. Oder besser gesagt, ich will wissen, was sie jetzt sagt. Das heißt, ich müsste noch diese Siegel finden, aber ich habe jetzt keine Lust, da noch eine Stunde zu suchen. Am Überlegen, soll ich bei Soma nachschauen, wo die Siegel sind? Weil da kommt man wenigstens etwas voran. Ich habe keine Lust, hier ewige Zeit nichts zu verbrauchen. Ich brauche alle drei Siegel des Waldes und Silberkraut, um dir den Schrott. Fein, du hast mir das Silberkraut gebracht, aber dennoch werde ich ohne die drei Siegel des Waldes keinen Schrumpftrank für dich brauen können. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt sowieso den Part beenden und werde bei Osoma nachschauen, wo die drei Siegel sind, weil im Ernst, ich habe jetzt keine Lust, hier stundenlang durch die Gegend zu gehen und Siegel zu suchen, weil wer mich kennt, weiß, dass ich ohnehin eine orientierungslose Sau bin. Und ich hoffe einfach mal, dass Osoma das versteht. Wenn nicht, dann sorry, Osoma, aber ja, ich habe jetzt keine Lust, da stundenlang herumzusuchen. Das war Technomage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.